Ich bin die Madeleine Egler, ich mache Grundspannrodeln. Ich rodel jetzt seit 14 Jahren und ich komme aus Rinn aus Tirol. Ich habe mit Rodeln angefangen, da war ich 8 Jahre. Also in Iglis auf der Bobbahn gibt es immer am Ende von jeder Saison für junge Volksschüler so eine Art Probelauf. Und da kann sie eben jeder probieren. Wir haben dann mit dem Sommertraining angefangen. Wenn man eben als Kind anfängt, dann war es eben eigentlich rein Spaß. Und natürlich kommt bei mir älter man wird, eben auch mehr die Leistung in den Vordergrund. Aber natürlich darf der Spaß nie fehlen am Sport. Also sonst ist man halt fehl am Platz. Ich finde gerade, wenn man jung ist und mal eben so ein paar kleine Rennen hat, das motiviert dann natürlich auch. Und da war eben da auch die Jugendolympiade 2016, die war eben noch in meiner Schulzeit. Und also für mich war es halt cool, weil ich habe da quasi Bronze gemacht. Und ja, also natürlich, wenn man so Jugendolympiade schon sagt, es ist zwar alles so im kleinen Maß, also dann hat man natürlich noch näher das Ziel, dass man wirklich dann einmal zu der richtigen Olympiade kommen möchte. Natürlich ist es nicht toll, aber ich glaube schon, dass Verletzungen einen auch wirklich einfach stärker machen. Also gerade wenn man sich immer mal in den Fuß bricht oder sowas, hat man dann die Motivation, da auch wirklich daraus stärker zurückzukommen. Und natürlich dauert es oft länger, bis man dann zurückkommt. Aber ich bin schon der Meinung, dass Verletzungen auch wirklich stärker machen, wenn man sie überwunden hat. Einer meiner größten Erfolge ist natürlich eben bei den Olympischen Spielen 2018 eben in Pyeongchang die Bronzemedaille im Team. Wo man halt quasi als schwächstes Teammitglied habe ich halt einfach die Leistung gebracht. Dann ist natürlich eben leider so ein bisschen bergab gegangen, eben mit dem, dass man halt einfach so ein bisschen durch Tiefen sich durchkämpfen hat müssen. Und jetzt die letzten zwei Jahre ist eigentlich wieder ziemlich steil bergauf gegangen und habe es eben geschafft, in diesem Jahr erstes Weltcup-Podest zu machen. Ich hoffe natürlich, dass wieder ein Riesenstep vorwärts geht für dieses Jahr. Dann vielleicht aber den Olympischen Spielen, wenn alles zusammenpasst. Also wenn ich daheim sitze und nicht ins Rodeln denke, glaube ich, ist schon wichtig, dass man da einfach Leute hat, die hinter einem stehen und mit dem man auch eben was machen kann und eben nicht ans Rodeln denkt. Und dass man auch ein Mensch ist auf eine andere Art und Weise. Dass man nicht nur die Sportlerin ist, sondern dass man auch einen Charakter hat, der nicht nur mit Sport was zu tun hat. Mit der Volksbank haben wir eben vor allem für Anlagen. Natürlich wäre es für mich cool, also gerade eben in Bezug auf mein Studium, dass ich vielleicht auch ein bisschen mehr so das ganze Bankwesen verstehe und da eben da vielleicht auch ein bisschen was daraus lerne. Und ich habe halt auch das Gefühl, dass mein Geld auch gut angelegt ist und dass es recht sicher angelegt ist. Genau.